jetzt mal nicht die Fischis, ja, die kommen ja jetzt sowieso, die sind ja auch eigentlich kein Problem, so wirklich. Aber ja, ich fürchte, ich hätte da. Ich hätte da am Anfang gleich sollen auf den Kollegen zugehen. Ne? Ja, jetzt sind wir nämlich wieder am Anfang. Alles klärchen. Jetzt gehen wir wieder hier lang. Ich glaube, das haben wir es. Ich weiß gar nicht. Jetzt glaube ich, sind wir dann wieder einigermaßen auf dem richtigen Weg. Jetzt müssen wir uns nur wirklich. Also da waren wir jetzt vorher, glaube ich, lang gelaufen. Da hinten war der Kollege. Oder? Jetzt weiß ich es nicht mehr. Was? Jetzt weiß ich es echt nicht mehr. Wo war denn der vorher? Der Pfeil zeigt in die Richtung. Scheint ja zu stimmen. Da hatte ich. Ah ja, hä? Ah ja, da bin ich jetzt. Hä? Jetzt laufe ich im Kreis. Also ich bin definitiv da schon gewesen, wo ich jetzt gerade hin wollte. Ja, okay, da war ich auch schon. Okay, okay, okay. Es scheint alles in die richtige Richtung zu gehen. Da habe ich freigesprengt. Bin da durch. Dann weiß ich nicht mehr genau. Da bin ich doch eigentlich auch hier lang. Hä? Hä? Nee, wirklich jetzt, oder? Fürchte. Ich fürchte, ich habe mich verfranst, Freunde. Wie kann ich nur? Ich muss ja irgendwann, also. Ja. Irgendwann muss ich ja, sagen wir mal, vielleicht durch Zufall wieder auf den richtigen Weg kommen. Hier ist jetzt auf alle Fälle wieder was zum Aufspringen, das hatten wir noch nicht. Also solange wir solche Stellen finden, an denen wir noch was in die Luft jagen können, sind wir eigentlich nicht ganz falsch, sage ich mal. Schade halt echt, dass wir jetzt hier doch schon eine Weile rumrennen, relativ orientierungslos. Aber jetzt scheinen wir hier tatsächlich einen ganzen Gang freigemacht zu haben. Aber ich fürchte, wir müssen jetzt irgendwann mal auf irgendwas stoßen hier, auf irgendwas. Aha, eine Tür, Tor. So, das ist doch schon besser.
Aha. Ach du Scheiße. Judging by these earthquakes, the island must be near a fault line. This could all come down at any moment. Ja. Nobody home. Wonder where everyone has got to. Und immer mehr von diesen Sprengsätzen hier, ne? Also das heißt, da gibt's noch mehr verschüttete Gänge zum Freiballern. Was haben wir denn da? Ist das ein Bolzenschussgerät? Inventar voll. Aktueller Gegenstand kann nicht ausgetauscht werden. Ja. Bolzenschussgerät. Hallo? Warum denn nicht? Was haben wir hier? Ah, da muss ich wahrscheinlich irgendeinen Datenträger hineintun, natürlich. Oh. Hallo, kann ich das nicht nehmen? Lecker essen. Das sind böse Käfer. Achso, geht nicht kaputt. Okay. Okay. Ja, das kann man leider nicht nehmen. Muss man wahrscheinlich auch nicht. Ah ja, die Herren. Mhm. Naja, war wohl eine Männerkabine hier oder ein Männerarbeitsplatz. Kann ich mich hinlegen? Nee. Okay. Jetzt gucken wir uns mal das an. Das ist noch wichtig. Beziehungsweise hören uns an. I found the twin fish Jade. I'm holding it in my hands as I record this. It's exquisite. Such craftsmanship. I must be more watchful now. I cannot afford for Shikor to find me with it. Several days ago, the mercenaries excavated a tunnel. I went in to investigate. There were some elaborate defenses which they were trying to make safe. I noticed the vague outlines of some etchings on the wall. The significance of the markings did not elude me. They gave directions to a hidden entrance nearby. I slipped away and found it while the others were occupied, and I ventured in. The passage led through to a large hall. The jade appeared as it was in the ancient rendition, inlaid with rolled gold. Two ornate fish, positioned head to tail, one with the face of a human, the other a skull. Oh, such wondrous detail. According to script on the walls of the hall, the jade is indeed the key to immortality, just as I recalled. But strangely, there are no details. Even more strangely, some of the expressions on the walls were patently not Ying Dynasty. So who else has been here? Could it be that the Emperor Shi really did discover the secret to immortality? But no. It seems ridiculous. Anyway, the most important thing now is to keep the Jade safe and away from Shikor. And to do that, I must ensure my own safety. Xu Zhuoyin, April the 2nd, 2018. Okay. Wo ist meine rechte Hand? Nee, oder? Da ist sie. Wo war die? Wo war meine rechte Hand? Ist doch zu... Ah, Gott sei Dank. Ja, es tut mir so unendlich leid. Ich hätte diese Dinge nicht sagen dürfen und ich hätte dich nicht verlassen sollen. Ich habe mich einem Ausgrabungsteam angeschlossen und jetzt stecke ich auf dieser verfluchten Insel fest. Hier ist rein gar nichts, aber was noch viel schlimmer ist, ich bin für die administrativen Aufgaben zuständig, weil das scheinbar das Einzige ist, was ich kann.
In 3 oder 4 Monaten werden wir voraussichtlich wieder hier sein, aber nur der Gedanke daran, dich wiederzusehen, hält mich noch am Funktionieren. Wenn ich zurück bin, werde ich mein Jurastudium abschließen. Dazu bin ich bestimmt. Da hattest du völlig recht. Ich werde nichts unversucht lassen, um meinen Fehler wieder gut zu machen. Liang, 14.09.2017. Habe gerade erfahren, dass im Moment keine Post verschickt werden kann. Hoffentlich wird dich dieser Brief eines Tages erreichen. Das war wohl nix. Ja. Ich bin der Überzeugung, dass ich hier einen Datenträger einlegen muss. Ich weiß nur nicht, ob ich den in diesem Raum hier finde oder ob ich dafür ungefähr noch 6 Kilometer laufen muss. Oder 60. Also da sind wir definitiv reingekommen, würde ich mal sagen. Dann ist da hinten ja das andere Tor. Ich bin der festen Überzeugung, dass da was rein muss. Und dann muss ich mir da was angucken. Und das, der Datenträger wird hier irgendwo rumliegen. Irgendwo in diesen Höhlen. Trotz aller schönen Atmosphäre hier, aber es muss ja irgendwann mal Feindkontakt geben hier. Ah ja, das ist ja schon mal was. Also ist kein Feind, aber es ist was. So, voll am vollsten. Sehr schön. Nee. Ja, nu. Ach, der erscheint wieder. Ah, jetzt, das muss ich wahrscheinlich immer wieder mal tun. Alles klar. Wie schnell wird denn der leer? Hoffentlich nicht allzu leer. Alles klar. Ich muss mal weg. Okay, die halten einiges aus. Aha, und sie halten es auch noch ein zweites Mal aus. Au, meine Hand an meiner Wand. Alles klar. Also ich vermute mal, dass es nicht Sinn und Zweck der Sache ist, die Viecher umzubringen. Weil hier. Haben wir denn Granaten oder sowas? Ich kann probieren, ob Feuer gegen das hilft. Soll ich es probieren? Schauen wir mal. Ich denke aber, es soll wieder auferstehen. Es ist weg. Es ist weg. Okay. Ja, also wie viel Schuss hatte ich jetzt im Sturmgewehr? Ich glaube 60.
Da ist mir dann natürlich schon ein bisschen heikel, dass da alles wegzuballern, ne? Da muss ich es gleich mal mit dieser Lampe probieren. Vielleicht bringt das was bei den Dingern. Vielleicht macht es sie tatsächlich kaputt. Ich könnte da einen Aufzug rufen. Ich bin da in der Höhle hundertprozentig noch nicht fertig, glaube ich. Also da ist bestimmt noch was ich übersehen habe. Aber auf die Gefahr hin, dass ich da jetzt irgendwie noch stundenlang im Kreis renne. Kann ich da hoch? Nee. Gehe ich jetzt lieber hier runter. Das wird sonst zu lang. Kommst du? Okay. Oh. Ich probiere mal was. So? Ja, ist nicht so mit Feuer, ne? Wenn ich da jetzt reingehe, passiert doch mit Sicherheit irgendwas. Muss ich mir jetzt um dich Gedanken machen oder um das? Was hast du denn da Schönes? Metapher der Dinge. Guangda, wir können den Sorus, was auch immer das ist, nicht länger bändigen. Sorus, Viehzeug wahrscheinlich da. Nicht länger bändigen. Wir müssen hier weg. Eine Lieferung mit Artefakten wird um 15 Uhr zusammen mit Chen Heng und Wang Litao als Aufpasser ans das Lager verlassen. Triff dich um 14.30 Uhr. Am Lagerhaus, dann können wir ihren Platz einnehmen. Können wir ihren Platz einnehmen und uns zusammen mit der Ladung aus dem Staub machen. Erzähl nichts den anderen. Komm nicht zu spät und vernichte diese Nachricht, um Himmels Willen. Nachdem du sie gelesen hast, hat er nichts gemacht. Und so wie es aussieht, kam er auch nicht mehr dazu. Oh, dürfen gespannt sein. Better stay dead this time. Is that some kind of fungus? I guess he must be part of Bravo Team. That's what you get for acting casual in dangerous places. Wonder where his pals are. Wie weit fährt denn das Ding runter? Okay. Nicht so weit. Jetzt sieht's da. Oh. There's that stench of death again. Okay. Also. Das erinnert. Oh. Was tut es? Aha. Okay. Stehe immer noch hier. Kann ich da was machen? Nee. Ich würde es auch sehen. Okay. Also jetzt geht es dann so langsam Richtung Demo hier. Also nach dem, was man zumindest in der Demo gesehen hat. Also die Höhle sieht so danach aus. Die sah schon vorher danach aus. Jetzt müssen wir gucken, was hier noch für Viecher kommen. Ja, und jetzt hat man hier wieder die Qual der Wahl mit den Richtungen. Nach oben, nach unten. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es keine so gute Idee, den. Okay, war das Geräusch im Spiel oder war das jetzt in der echten, realen Welt?
Vielleicht gehe ich doch erstmal nach oben. Aha. Noch mehr Kollegen. Oh, schön spielen. Oho. Aha. So. Check this out. Ne? Es ist wunderschön. Okay. Moment, Waffe ausrüsten. Bessere Waffe ausrüsten. Okay, verschüttet. Kommen wir nicht weiter. Bin ich auch irgendwie froh drum. Ja, je weniger Auswahl wir haben, desto weniger können wir uns verheddern und verhaspeln und sonst was. Moment. Oh! Alter Verwalter! Also merke im Spiel keine Kisten mehr aufmachen. Nie wieder Kisten aufmachen. Nom, nom, nom. Nun. Schütteln. Ja. So. So, also da hoch gehe ich jetzt erstmal nicht, will ich nicht. Ich will erstmal nach unten. Mal gucken, wo das Blut hinführt. Da war ja auf alle Fälle irgendwas. Alles klar? Nee, nichts ist klar? Okay. Hätte gerade schon gedacht, Sackgasse. Okay, das ist eine Sackgasse. Definitiv. Ja, muss es auch geben, ne? So Sackgassen, ne? Gehören zu jedem Spiel. Muss sein.